Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ja, ich habe gerade geguckt, vernünftige Frachten gibt es immer noch nicht und von daher setzen wir unsere Tour jetzt mal fort. Wir wollten ja ziemlich weit nach oben und da fahren wir jetzt mal hin. So. Ist dann auch nicht, ja, nicht mehr. So weit ist gut, ne? 1419 Kilometer werden es noch sein. Flugzeuge fliegen noch, wie ihr hört. Aber es ist heute doch tatsächlich angenehm warm draußen. Also von daher kann man das verschmerzen. Wir setzen unseren Weg mal fort. Und ich habe vergessen, fällt mir gerade ein, die Bußgelder abzuschalten. So ein, naja. Wir gucken mal, wohin uns die Reise bringt. Kerl, irgendwie habe ich heute den kompletten Tag verpennt. Ich weiß auch nicht warum. Also, ich war heute Morgen auf, so gegen 10 auf. Ich habe letzte Nacht nicht geschlafen, muss ich dazu sagen. Oder kaum geschlafen oder schlecht geschlafen. Obwohl mein Handy der Meinung war, es waren 95% Effizienz. Naja, dann war ich kurz beim Philips. Beim Thomas Philips, habe dort ein bisschen eingekauft, bin nach Hause, habe mich hingelegt und habe echt bis halb acht geschlafen. Das ist unglaublich. Jetzt muss man gucken, jetzt geht es einigermaßen, aber ich befürchte, ich werde gleich wieder in mein Bett fallen und dann... Ich bin heute halt einfach müde. So. Sieht schön aus, oder? So ein bisschen herbstlich angehaucht. Das ist herrlich. Schön, schön. Was? Plus 50 Euro für 100 Kilometer. Ach ne, EP. Erfahrungspunkte. Ja. Brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Da müsste sich SCS nochmal irgendwas ausdenken, dass man eben noch höher klettern kann. Und weil irgendwie, im Prinzip habe ich mein Ziel hier in diesem Game erreicht, sagen wir mal so. Und alles das, was wir jetzt machen, ist eben, wie gesagt, just for fun, Spaß an der Freude. Wir müssen kein Geld mehr verdienen, wir haben alles. Hör mal, Freundchen, du kannst hier 80 fahren. So, jetzt geht's nach Norwegen rein. Alter, das ist eine Landschaft hier, das ist herrlich, oder? Ah, ehrlich, Urlaubsfeeling. Schön. Ich werde nicht mit 40 Stundenkilometer hinter dir herkriechen. Das kannst du mal getrost vergessen. Das sieht so geil aus hier, oder?
Vielleicht sollten wir uns auftragstechnisch Norwegen mal genauer anschauen. Gerade hier jetzt auf der Promods, also ist fantastisch. Wahnsinn. Wie lange war ich nicht mehr hier und was haben die hier alles dran geändert? Ey, das ist... Kann ich dich überholen oder kommt was von vorne? Vorbildlich gebremst, also die anderen, ich nicht. Ich habe Gas gegeben. Warum? Europe Car, die sind auch überall, wa? Gucken, wie weit wir heute kommen. Och, musst, kannst du nicht woanders lang fahren? Wohnwagensiedlung irgendwie, Campingplatz, Parkplatz, keine Ahnung. Das ist schön hier, ehrlich. Okay. Ja, leck mich. Oh, kannst du nicht woanders herfahren, Mensch? Du nervst mich, ehrlich. Das ist doch grauenhaft hier. Ich hätte tanken können, warum habe ich es nicht getan? Also an der Anhänger- bzw. an der LKW-Stabilität schuld war wohl, dass der so flattert und dieser Real Physics Mod. Das hat sich schon extrem ausgewirkt. Kann ich bitte eine Tankstelle haben? Hier sind die Büsche zu weit auf der Straße. Das kratzt am Lack. Ja, es war grün. Ich weiß. Landschaftlich einfach fantastisch. Ich möchte im realen Leben mal nach Norwegen, da habe ich Lust drauf.
Naja, ich sag mal, wenn du hier durch willst, dann solltest du vollgetankt haben. Sonst hast du irgendwann ein Problem, ja. Ich weiß gar nicht, wann unsere Fähre kommt, aber ich habe so ein bisschen das dumme Gefühl, dass wir die in dieser Folge nicht mehr erreichen werden. Das musste so kommen. Und da hinten ist... Ja, gut, wir stehen jetzt nicht unter Zeitdruck. Da hinten ist der Hafen, da hinten ist eine Werkstatt. Das werden wir dann mal aufhören. Ich glaube dann... Warum? Ganz ehrlich... Da können wir dann auch unsere Beifahrerin auch wieder einsammeln. Das machen wir dann alles mal. Ja, Werkstatt, da will ich gerade hin. Alter! Ja, der ist kaputt. Der lässt sich nicht mehr gescheit steuern hier. So, pass auf. Hier muss jetzt irgendwo erstmal eine Werkstatt sein. Da geht es zum Hafen ein. Das war noch später. Ach, hier ist die Werkstatt. Schade, dass wir das nicht bei unserer eigenen Werkstatt machen können, an unserer eigenen Garage. LKW-Konfigurator, Innenraum. So, ich fahre nicht gern allein. Da muss jetzt entweder eine Pizza oder eine hübsche Frau hin. So, wo ist sie denn? Wo ist denn unser Herzblatt? Da ist sie. Ich bestelle mir die jetzt und dann fährt die mit. So. Als wenn du so eine Prostituierte bestellst. Okay, LKW ist heil. Wir fahren... kurz rüber zu uns. Achso, warte mal, ich könnte nochmal ganz kurz was gucken. Ich hatte... Lackierung, das ist die, die wir jetzt haben. Okay, Black Shadow. Hier sind die Charity-Geschichten. Und... Weißt du was? Hinter mir läuft gerade Gronkh TV und wir schauen, und da läuft gerade hier dieses Horizon Zero Dawn. So, das nehmen wir jetzt hier bestellen. Fahren wir noch ein bisschen mit Pink Ribbon durch die Gegend. Macht ja nichts. Schöne Farbe, sieht schon geil aus. So, okay.
Tanken können wir noch eben. Warum der immer ausgeht, ist mir schleierhaft. So, und dann fahren wir noch eben... Ach ne, das machen wir in der nächsten Folge. Ihr schaut euch jetzt noch bitte den Abspann an und macht nach Möglichkeit das, was dort steht. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen früh wieder, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt und wenn ihr Spaß dran habt. Und ich sage dann erstmal ciao, ciao, bis dahin. Macht's gut. Da ist schon wieder dieser lange Tag-Sound drin.